Der LMB Heinz zur Linken hat gerade gesagt, diese Stelle ist der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Das stimmt irgendwie sogar nicht. Ich muss die Position wechseln, weil ihr habt es gesehen, der ist rausgekommen, der Arsch. Und schaut mal, der Hund da, der spielt mit der Taube. Die hat er sich aber nicht gefangen, die lag da. Und der LMB-Mann, der hat gesagt, komm, verschwinde. Und hat die Waffe auf den Hund gerichtet. Aber der Hund hat sich nicht beeindrucken lassen und der hat aber auch nicht geschossen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei The Division. Was man für Geschichten abseits der Aufnahme erlebt. Dabei waren das gar nicht so lang. Keine Minute. Hab einmal Luft geholt. Das kann schon mal eine Minute dauern. Und dann war ich schon fertig. Ich will nochmal zum Hund gehen. Guck mal, der spielt mit der Taube. Süß. Wo gehen die denn eigentlich hin? Die sind beide da raus. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Im Bereich säubern und die rennen da raus. Und gehen sonst wohin. Auch toll. Die widersetzen sich einfach der Aufgabe hier des Nebeneinsatzes, der eigentlichen Aufgabe, habe ich schon gesagt. Oh, was? Haben die auf den geschossen? Wie ist denn der jetzt gestorben? Vor Schreck oder wie? Oder ist der einfach umgefallen? Die Aufnahme wird es zeigen, aber... Ey! Die Taube ist einfach despawned. Das Spiel ist schon irgendwie komisch. Das nimmt irgendwie Stimmung aus. Wenn die Leute so herumspacken, einfach verschwinden, wieder erscheinen. Eine zue Tür. Mann, was für eine Scheiße. Ich bin froh, dass Gamble noch lebt, aber er ist nicht gerade ein Heiliger und wir haben gute Leute bei seiner Rettung verloren. Ich hoffe, er hat ein paar wirklich interessante Informationen über das LMB, oder... Ich brauche keinen Kumpel, ich brauche verlässliche Infos. Ich schicke eine Crew, um ihn abzuholen. Das ging aber fix. Hätten wir ja noch eine letzte Folge machen können. Ich dachte, das geht doch ein paar Teile. Tja. Wir sind aber echt nicht weit gekommen. Ich würde echt mal gern wissen, wann war dieses Ereignis da? Klar, wäre ja blöd, wenn das jetzt schon 30 Tage wäre oder so. Ist nun mal ein Spiel und da muss es halt irgendwie ins Spiel passen. Er sagt aber auch gar nichts. Komisch, oder? Nicht mal ein Danke. In dem Raum ist gar nichts. Außer Regalerie und eine Mülltonne. Ich finde es schade, dass man die nicht irgendwie in der Basis nochmal antrifft mit, dann, oh hier, danke, dass sie mich damals gerettet haben und ich habe jetzt hier Informationen und so, sondern man rettet die einfach und das war's. Hätte man doch etwas mehr Tiefgang gehen können. Tja, Nebenmission abgeben. Ah ne, hier oben ist noch ein Kampf. Stimmt. Dann blitzreisen wir jetzt dahin. Dann machen wir den Kampf, dann gibt's da noch was und ja, bleibt dann nur noch hier Dagger. Der große Einsatz. Wo war hier was? Ich war hier unten nicht oft. Da ist der Waffenhändler. Da können wir uns was holen. Das war die Tante. Ne, doch. Die Melissa? Wenn sich die Lage beruhigt hat, sollten Sie bei mir nach einem Job fragen. Ich könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Effizient und zielorientiert. Das war eine spitzenmäßige Bewerbung. Stimmt, die Langsamräderin. Wir haben eine Blaupause für dieses LVOAC bekommen, was wir auch gleichwohl als Sturmgewehr ausrüsten werden. Na, Rick Velassi. Wieder 17 Waffen, ey. 52 minimal besser als die Vector, aber dafür werde ich jetzt nicht extra nochmal entsperren und sperren. Nö. Sturmgewehr Scar L. War die hier die nicht besser? Ja, 58 und die ist auch ein Sturmgewehr. Ja, auch wenn da wieder ein Zwölffach drauf sein wird, weg. Schade, Scar L auch weg. Präzise. Oh, einfach nur so. Präzision um 25% gesteigert. Heißt, Hälfte um so ein Stück. Das ist schon geil.
Mit dieser Waffe erhöht sich der Kopfschussschaden um 12%. Einfach so. Einfach so, wenn man es mal erreicht, ne? Da fehlen mir noch 500 und hier auch noch 500. Kritische Trefferchance um 15% erhöht. Moment, da schaue ich mir erstmal die andere an. Bevor ich die vielleicht sogar verkaufe, die ist vielleicht gar nicht mal so geil in den Talenten. Wobei der Standardschaden, den ich sofort bekomme ohne die Attribute, der ist eigentlich wichtiger. Ach du Kacke, wieder eine dicke Aufgabe. Rechenaufgabe. Schaden wird auf Basis der fehlenden Gesundheit gesteigert. Ein fehlendes Segment von 3 nehme ich an. Was hier? Ein fehlendes Segment plus 10%. 2,25. Klingt gar nicht so verkehrt. Schaden um 25% gesteigert, je mehr Schaden wir bekommen. Kritische Treffer mit dieser Waffe heilen den Anwender um 3% des zugefügten Schadens. Da finde ich aber wirklich die Talente des anderen irgendwie besser. Erbittert. Ein Bär. Ich sperre die mal. Werde aber die hier ausrüsten, die andere. Wobei, die hat 54. Können wir aber alles noch nicht verwenden. Kritischer Treffer mit dieser Waffe. Ach, das Heilen. Tja, das Problem ist, mit der habe ich den ganzen Kram noch nicht. Dann machen wir es so, dann kommt die hier mal ins Lager. Die andere hier, die Scar-L, die so tolle Talente hat, wenn man dann einfach mal die Anforderungen erreicht, die werde ich mal ins Lager packen. Mache ich mal sofort. Ich packe nicht viel ins Lager, deswegen gehe ich mal direkt zum Lager. Wo ist es denn eigentlich? Die besten Preise in New York. Lager? Wenn man es einmal benutzt, dann ist es nicht da. Hier ist Munition. Da. Ach wirklich? Habe ich den da wirklich reingepackt? Das ist das Ding aus der Dark Zone aus der letzten. Ich war der Meinung, ich habe da alles mitgenommen. Aber gut. Ja, du... Ins Lager legen F. Anlegen hätte ich Leertaste gedrückt, das wäre nicht gut gewesen. Genau. Die wollte ich ja erstmal sperren. Gut. Welche Schrotflinte haben wir jetzt? Die Schrotflinte mit 57.000. Obstkuchen habe ich gehört. Oh, die ist ja gar nicht gesperrt. Oh, oh. Was? Achso. Aber was habe ich denn jetzt ent- oder gesperrt? Moment. Ist richtig. Die sperre ich auch mal. Ah, so. Ich vergesse immer anzuklicken. Mit der Maus drüber gehen reicht nicht. Ja, dass die gesperrt ist, ist richtig, aber das hier muss weg. Das habe ich gerade eben bestimmt gemacht. Die kommt weg, 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 weg. Und du auch. Genau. Hier haben wir nichts weiter. Steht noch bei 2. Hätte ich mir den Klick sparen können. Stimmt, der ganze grüne Kram. Deutlich besser. Nee. Den Kram gucke ich mir jetzt nicht an. Genau, die grünen wollte ich alle einlagern. Haha, wieder was fürs Lager. Besser, schlechter, minimal schlechter, aber hier besser. Nehme ich auf jeden Fall. Maske des Nomaden, das erste Grüne, was wir anlegen. Hatte die was Tolles dabei? Nö. Tja, die kommt jetzt weg. Was ist, wenn man die Grüne zerlegt? Was bekommt man denn dafür? Ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Interessiert mich aber gerade. Dann hier. Oh, was denn da los? Die Zähigkeit einfach mal um 50% gesteigert, aber nicht auf Kosten der Fertigkeit. Nee. Auch so in etwa. Nee. Weg damit.
Etwas Skylar, auch etwas Skylar. 2,5 dann. Das ist mir aber hier viel zu wenig. Nee. Nee, mach ich nicht. Du kommst weg. Genau, dann den ganzen Grün-Kram. Nee. Da, beginnt er. Hab jetzt hier ewig gescrollt, aber da war ich wohl noch hier irgendwo. Genau, wenn ich hier 2-3 Mal scrolle, passiert nämlich nichts. Hab schon gedacht, hä, was ist los? Was, die kann ich nicht ins Lager? Ach, ist angelegt. Du auch. Nicht angelegt. Weg, weg, weg. Wenn wir so wenig im Lager haben, dann haben wir da eine gute Übersicht an dem grünen Kram. Wobei, es wird wieder nicht sortiert sein, oder? Hm. Okay. Da hinten ist der Waffenhändler. Hey, diese Preise sind nicht zu schlagen. 6,32. 7,36. Alles nur lila. Schlechter und lila. Behälter, stimmt, habe ich auch wieder bekommen. Ich glaube 3 Stück, oder? Naja, 2. Aufmachen. Falsche Taste. Das könnte... Oh, geil. Aber hier, das könnte knapp sein bei der zur aktuellen. Müssen wir gleich mal gucken. Hey, da wurde schon was angezeigt. Zeichen des Predators. Ein Rucksack. Ich glaube nicht, dass der besser ist. Oder vielleicht doch, wir gucken uns an. Falsch. Hier, Rucksack. Überall besser, aber jetzt kommt's. Das ist für mich eigentlich auch entscheidender. Würde ich schon gerne tragen, das Ding, aber... 110. Vergleichen war G, ja genau. Das Grüne, 110. 110. Dann wird High-End wohl rausfliegen. Haben wir hier was draufgepappt? Nee, keine Mods. Garniturbonus. Der Predator, der Jäger. Predator. Klingt toll. Also, was haben wir hier? Stabilität. Oh, bei allen Waffen. In Brandwiderstand ist gleich. Kritischer Trefferschaden kommt dafür hinzu. Ja, ja. Nicht so interessant. Garniturbonus ist noch nicht Thema. Noch lange nicht. Oh. Aber der hat nicht. Doch, der hat erhöht die Fertigkeitenstärke um 15%, wenn die individuelle Fertigkeit aktiv ist. Ja, wenn sie mal aktiv ist. Habe ich sie jetzt gar nicht benutzt. Treffen Sie mit 10 Schüssen, ohne das Ziel zu wechseln. Damit das Ziel für 50% des Schadens blutet, den diese Kugeln bereits angerichtet haben. Sehr cool. Von Isaac gesteuerte Nano-Tracker ermöglichen es, verschossener Munition von bereits im Ziel steckender Munition magnetisch angezogen zu werden. Aimbot. Alles echt cool. Dann angezogen. V. Genau. Und hier. Oh, auch besser. Da 3,8, 1,6 zu 1,5, 2,0, 2,1. Gerne doch. Kritische Trefferchance. Abschuss einer Bewegung von Deckung zu Deckung. Wieder sowas. Der Schaden beim Laufen von Deckung zu Deckung wird 5 Sekunden lang regeneriert. Was? Der Schaden wird 5 Sekunden lang regeneriert? Was ist das denn? Klingt komisch. Nicht drüber nachdenken, einfach ausrüsten. Und hier Waffen, stimmt. Schrotflinte. Ja, die wird ersetzt. Super 90. Oh. Frau Frost bei Rainbow Six Siege lässt grüßen. Oh, wir können das sogar schon nehmen, das Talent. Weil wir jetzt geil genug dafür sind. Also, von der aktuellen. Aber hier auch.
Waffenschaden 5 Sekunden um 10% erhöht, nachdem eine Fertigkeit eingesetzt wird. Nur Fertigkeit, keine individuelle Fertigkeit aktiv ist. Klingt ja nicht so toll. Hier fehlt's noch. 2-4, 2-4. Oha. Hier vor allen Dingen. Das Eliminieren eines Ziels mit dieser Waffe erhöht die Fertigkeitenstärke für 20 Sekunden. Nicht verkehrt, überhaupt nicht verkehrt. Dann du entsperren. Du sperren. Bin ich jetzt bei Primärwaffe? Moment. Ich will mal kurz wieder das LMG ausrüsten. Ach, das ist sogar besser. Habe ich was anderes im Kopf gehabt. Dann du weg. Moment. Entfernen. Du darfst nicht rein. Mach doch. Jetzt mach das. Ich will es mal zerlegen, mal gucken, was bei rauskommt. Zweimal gelber Stoff. Toll. Hey, yo. Kommen wir ins Geschäft? So, die MK bleibt, Schrotflinte, LMG. Das Sturmgewehr, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Oh, hier profitiert aber jemand von. 125 mittlerweile. Hat er irgendwann seine Ausrüstung gewechselt? Sehr cool. Ach, dann hat die einen Boost bekommen. Wahrscheinlich die Waffe auch, hä? Ich hatte die beiden anders in Erinnerung. Die Talente greifen jetzt auch. Was hatten wir hier? Oh, 1,8. Ah, hier greift leider noch gar nichts. Oh Gott, weit entfernt. 900. Und hier noch 400. Okay. Ach, man kann da so viel Zeit drin verlieren. Was steht da? Ausstattungswert von 162. Wir haben 736, 779. Schön zu wissen, dass Sie meine Ware benutzen. Gut, dann jetzt endlich mal wieder die Hufe schwingen. 1 Million Credits erhalten. Hey. Wo war denn hier der Ausgang? Stimmt, der lange Ausgang war das hier. Aber wir müssen eh woanders hin. Nee. Ach, deswegen bin ich ja auch gegangen. Stimmt. Ach, man verliert sich wirklich dann wieder darin. Ausrüstung angucken und ausrüsten und dann Wahrzeichen entdeckt. In der Dark Zone. Helfen! Gut, dass ich Sie getroffen habe. Einmal Zieldaten. Ein Cardigan aus Stein. Ein Kuschelpullover. Zentrale an Patrouille. Mir werden LMBs auf der 49. East und 5. gemeldet. Seien Sie vorsichtig. Jetzt machen wir noch mehr Schaden. Oh, hallo. Ich gehe wieder zurück. Oh Gott, wie schnell die kaputt gehen. Das kann mir ja niemandem antun. Welches Zweitgewerb? Ah, okay, die Schrotflinte. Lass dich locker! Komm schon! Aus der Hüfte so. Ja, Hüfte hängt ganz schön weit oben. Mist, alle. Mist, noch nicht fertig nachgeladen. Oh, wie viel? Ja, ist halt Schrot, ne? Macht viele kleine Schäden. An verschiedenen Stellen. Hatte ich aber nicht fertig nachgeladen. Ach, hat er schon übernommen. Ah, interessant. So, hier müssen wir rein. Ah, halt. Zweimal Waffenteile. JTF-Verstärkung angefordert. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Munitionskiste. Wir haben zwar gerade erst im Safehouse aufgefüllt, aber hey. 2 Minuten 16. So lange werden die niemals überleben. Lassen Sie mich. Tschüss, ihr blöden Nahkämpfer. Oh, Entschuldigung, Geschütz. Da oben. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Einfach so ein gepustenes Geschütz, das schläft noch, oder was?
Und wo kommen die jetzt, die bösen Buben? Haben sie keinen Bock mehr, weil sie merken, die sterben eh? Kommt kein Schwein mehr an. Au! Da sind sie auf einmal. Ein böser Nahkämpfer. Komm nah ran, du. Böse, böse, böse. Nee. Aber ich kann den ein paar auf die Mütze geben und zwar richtig. Gell, mal gucken, wie der sich so macht. Jetzt nicht übermütig werden. Das Geschütz ist erstmal aktiv. Geschütz, mach mal was. Vielleicht lasse ich dir auch was übrig. Nein! Oh. Wird etwas geheilt? Hä? Na, gehen wir halt so rum. Au! Heiß Feuer! Aua! Oh. Und ich. Na, das Geschütz steht leider wieder zu weit weg, das arme Ding. Bitte melden Sie verdächtiges Verhalten den Soldaten. Hier, hier drüben, verdächtiges Verhalten. Da, 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 da. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Was kommen die denn da hinten raus? So weit weg? Gibt's keine Möglichkeit, uns irgendwie. Oh. Von der Seite zu ärgern? Hm. Das Last Member eigentlich jetzt in so alleine? Ja, ja. Wir merken bloß, dass wir viel besser sind und wollen uns auf ihrer Seite wissen. Habe ich sein Geschütz kaputt gemacht, aus Versehen? Tut mir herzlich leid. Der Scharfschütze da oben? Einfach nur ein Springer. Wir müssen mal wieder in die Dark Zone gehen und anderen bösen Buben, menschlichen bösen Buben, ein paar auf den Netz geben. Die sind stark genug, wenn wir nicht gerade in die höchste Dark Zone-Ecke gehen. Dann können wir der Rächer sein. Gut gemacht. Das LMB ist alles andere als ein leichter Gegner. Wow, naja. Sie haben da richtig gute Arbeit geleistet. Wir könnten Chip und Chap spielen, und zwar in einer Person, zu wissen, wer sie in der Dark Zone. Machen wir bestimmt nochmal, aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.